Hallo, hier ist wieder euer Dr. Zavi und herzlich willkommen zu einem Zavi-Exklusiv-Update hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Lieben, ich möchte euch heute noch zwei schöne Zavi-Exklusiv-Steelbooks vorstellen. Die beiden Steelbooks habe ich schon etwas länger in meiner Sammlung, allerdings habe ich komplett vergessen, die mal zu unboxen. Und ich habe mir jetzt gedacht, es wird jetzt mal an der Zeit, dass ich euch die beiden Filme Disneys Tarzan und Disneys Herkules in der Zavi Exklusiv Steelbook Edition einfach mal vorstelle. Denn ich muss sagen, ich bin eigentlich ein riesen Disney-Fan und ich bin froh, dass ich mir diese beiden Steelbooks vor einiger Zeit noch gekauft habe. Und das Allercoolste ist natürlich, wir haben hier zweimal zwei deutsche Tonspuren drauf. Und daher haben wir zwei tolle Filme, zwei Klassiker von Disney. Und dann noch von Zavi in einer wirklich tollen und limitierten Sonderauflage. Der ein oder andere Unboxer-Kollege von mir hat natürlich schon Herkules oder auch Tarzan geunboxt, aber auch ich möchte es mir nicht nehmen lassen, diese beiden tollen Filme bzw. Steels einfach mal euch zu zeigen. Und ich glaube, über die Filme muss man nicht viel sagen. Wer sie noch nicht kennt, sollte die einfach mal gucken, denn Tarzan und Herkules gehören definitiv zu meinen Lieblingsfilmen. Dann kommt natürlich noch Aladdin und noch einige andere Klassiker, aber diese beiden Zavi Exklusiv Steelbooks möchte ich euch einfach mal kurz und schnell in einem coolen Unboxing hier zeigen. Ja, und ich lege jetzt mal das Herkules Steelbook auf Seite, denn wir fangen mit dem lieben, guten, alten Tarzan an. Ja, Tarzan, Klassiker, tolles Steelbook, ich finde das hier cool. Wir haben hier eine Prägung, eine rechteckige Prägung. Der Tarzan ist hier komplett geprägt. Alles hier geprägt, inklusive dem Schriftzug von Tarzan. Und natürlich haben wir hier wieder einen 1/4 Slipcover, was mit dem Steelbook verschmelzt. Aber auch wenn wir das rausholen, haben wir natürlich wieder das schöne Design von Zavi. Ja, insgesamt haben wir hier eine Dolby Digital Tonspur 5.1 und das Ganze natürlich in Deutsch. Und natürlich geht der Film 88 Minuten. Wir haben hier einige Szenen, wie der Film gedreht worden ist, mit Delete-Scenes, dann zum Beispiel Musikvideo und so weiter und so fort. Natürlich haben wir hier eine kleine Kurzbeschreibung und natürlich eine kleine lustige Szene aus dem Film an sich von Tarzan. Ja, ich mache jetzt mal den 1/4-Schuber raus und ihr seht, dass es natürlich das gleiche ist, natürlich nur ohne dann hier diesen Disney-Aufschrift, aber hier komplett alles geprägt, der komplette Körper ist hier geprägt, außer hier oben das Disney-Logo und natürlich wieder rechteckig abgesetzt. Wir haben hier den Anschein, dass es sich hier um ein Mediamarkt-Exklusiv-Steelbook handelt mit einem Lenticular. Was ich auch sehr schön finde, ist die Farbgebung hier mit dem schönen, tollen grünen Metallic. Passt mir sehr gut, sieht richtig gut aus, deswegen mag ich das. Auch der Hintergrund hier mit dem Baumhaus, ich finde es geil. Ja, von der Seite sieht das so aus. Wir haben hier auf der rechten Seite nochmal den lieben guten Tarzan als Logo nochmal. Hier natürlich das Disney Tarzan Logo und hier oben Disney Blu-ray. Von hinten sieht das Backcover so aus. Finde ich sehr cool. Alle nochmal zusammen drauf. Hier hinten die Affen mit der englischen Flagge und der Elefant und nochmal ein paar Charaktere, die man jetzt vorne nicht gesehen hat. Ich mach's einmal kurz auf. Und das ist der englische Code, der ist bereits schon eingegeben und da habt ihr natürlich keine Chance mehr, den abzugreifen. So, kommen wir mal zum Innencover. Muss sagen, die Disc an sich ist anders gestaltet wie natürlich das Artwork außen. Wir haben hier nochmal das gleiche Bild von Tarzan wie von außen, aber hier hinten mit der Sonne so. Also sieht cool aus. Hätte man vielleicht noch einen anderen Hintergrund machen können oder ein anderes Motiv. Aber ich will gar nicht meckern, weil ich finde das so schon geil. Genau so muss das sein. Ich finde es cool. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir natürlich hier zum Innenprint. Und das ist natürlich das Nonplusultra. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem Film. Tarzan. Ja. Und kann er ganz klar sagen, hammergeil. Tolles Bild, tolle Szene. Wer sich daran erinnert, ich finde es cool und auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Design. Ja, das war jetzt mal die Vorstellung von dem Film Tarzan und das Ganze, wie gesagt, im Zavi Exklusiv Steelbook. Ich werde das jetzt wieder hier reinmachen und hier reinstellen. Und
daher widmen wir uns jetzt einfach mal dem wunderschönen Herkules. Den guten Tarzan schieben wir einfach mal ein bisschen beiseite. Ja, bei Herkules sieht es nicht anders aus. Wir haben hier wirklich ein tolles Steelbook von Zavi mit einer tollen Prägung hier. Leider ist es nicht ganz so viel und massiv geprägt wie jetzt das Steelbook von Tarzan. Aber auch hier haben wir hier eine Kurzbeschreibung, nochmal eine lustige Szene mit einem Making-of und so weiter und einem Musikvideo. Der Film geht an sich 93 Minuten und wir haben hier eine Dolby Digital 5.1 Tonspur, natürlich in Deutsch. Ja, auch hier können wir natürlich den 1/4-Schuber wieder beiseite legen, was ich auch jetzt mache. Ansonsten haben wir natürlich hier das Einzige, was geprägt ist, es sind hier oben diese Art Säulen und es ist auch dann wieder rechteckig abgesetzt. Und natürlich den Schriftzug Disneys Herkules ist hier geprägt. Leider ist Herkules an sich nicht geprägt. Vielleicht hätte der Herrscherblitz hier noch ein bisschen geprägt sein können oder der Blitz an sich. Aber ansonsten wollen wir nicht meckern, weil ich finde den Film klasse und das Steelbook ist auch wirklich ein hammergeiles Ding, muss ich sagen. Von der Seite sieht das so aus. Wir haben hier auch den Spin in einem gleichen Design wie das Lackierte hier oben. Sieht wirklich sehr gut aus. Herkules, dann hier nochmal ein kleines Bild von ihm und links hier nochmal wie bei Tarzan das Disney-Logo. Ja, von hinten haben wir den lieben Hades und seine Gefolgschaft. Die gucken alle böse und ist eine sehr, sehr lustige und coole Charaktertype. Dann haben wir natürlich hier, glaube ich, die Sirene oder wie die da, das Orakel mit ihrem Auge da. Und natürlich hier, ich glaube, die Hydra ist das oder, ist schon ein bisschen länger her, wo ich ihn gesehen habe, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, Hades ist natürlich der Bruder von Zeus und ist dementsprechend auch eigentlich der Onkel von dem Halbgott Herkules. Nur mal so am Rande. Ja, auch hier wieder ein Disney-Code und ja, jetzt muss ich leider sagen, hat sich Disney hier nicht viel Mühe gemacht. Die CD ist vom Artwork her sehr schlecht gemacht, einfach nur blau, aber das kennt man so von den Disney Blu-rays oder DVDs. Normalerweise sind die alle so, aber bei Tarzan war es halt eine Ausnahme. Aber dafür entschädigt uns natürlich hier wieder ein absolut cooler Innenprint mit Herkules und seinen Freunden und natürlich das Pferd. Ich glaube, Pegasus war es in dem Film und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich habe bezahlt jetzt, da war mal so eine kurze kleine Aktion gewesen, jeweils 12 Euro mit einem Gutschein pro Steelbook oder sogar noch weniger. Ich kann es nicht mehr genau oder ich bekomme es nicht mehr genau 100% auf den Schirm und ja. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing hier gefallen. Solltet ihr nochmal die Möglichkeit haben, euch diese beiden Steelbooks zu besorgen, auf jeden Fall. Ich gebe hier ganz klar Daumen hoch, wegen Blu-ray-Qualität und Soundqualität wirklich sehr gut. Disneys Tarzan und Disneys Herkules auf Blu-ray. Und damit verabschiede ich mich hier wieder. Macht es gut, hier von Andis Kinoblog und wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.